Hallo und herzlich willkommen, ich bin Sans und wir spielen Alice22, die Old Stream Farm. Und ja, ich habe nochmal umgebaut. Das hat mir nicht so ganz gefallen. Ich dachte mir, das muss doch irgendwie funktionieren, dass ich die Silageballen hier auch reinkriege, ohne hier dieses Hickhack mit dem Frontlader zu haben. Und ja, das geht. Es gibt tatsächlich im Baumenü unter... unter Landschaftsbau, unter, nee, Dekoration, so, Dekoration, sonstiges, ganz hinten eine Rampe, die scheint auch zu dieser BGA zu gehören, jedenfalls, die passt nicht ganz im klassischen Zustand, deswegen habe ich hier noch ein bisschen mit Terraforming gearbeitet, jetzt passt es ganz gut, ich denke, ich habe das da recht interessant und brauchbar hier so zusammengeschustert, dass das halbwegs ordentlich aussieht. Ah, hier könnte man noch ein klein bisschen Gras auffüllen, das ist mir noch etwas leer. Jetzt habe ich die Sträucher weggemacht, ne? Das ist immer so ein Theater, ne? Ja, der immer erstmal alles löscht, bevor der hier... Ja. Ja, so ist es, denke ich, ganz okay. Genau. Jetzt ist allerdings gerade das Silo voll. Deswegen kann ich das gar nicht so richtig zeigen, aber das kriegen wir auch noch hin. Ja, und dann habe ich noch ein bisschen dekoriert ringsherum, dass man es gleich so ein bisschen... Ja, dass es ein bisschen schicker aussieht. Ich habe ja gesagt, obwohl, wenn ich hier so gucke, das gefällt mir schon echt gut, ne? Wir haben ja vorne diesen Bereich, der relativ steril wirkt, vorne da, wo die Kleidungsstücke sind. Und hier ist es halt jetzt wirklich ein bisschen mehr in der Hofoptik. Na, das Kleingefriesel mit den paar Sträuchern gefällt mir noch nicht so ganz. Da kann man auf alle Fälle noch dran arbeiten. Ich denke, wenn wir hier und da so noch den ein oder anderen Baum setzen... Wird das schon, denke ich, irgendwann ein recht, vielleicht nicht so große, aber wird das schon irgendwann ein recht schlüssiges Gesamtbild ergeben? Aber da muss man sich wahrscheinlich echt mal noch ein bisschen mehr Zeit nehmen. Oh, der ist aber auch wieder recht, wirklich recht groß, ne? Naja, da muss man mal noch ein bisschen rum. Doktoren, also ich glaube, das mache ich jetzt nicht, aber so vom Prinzip her, hier müssen wir auf alle Fälle noch irgendwas machen, um das noch ein bisschen hübscher hinzukriegen. Ansonsten gefällt es mir so jetzt hier, wie es ist, eigentlich schon ganz gut. Wie gesagt, hier muss dann auch noch ein bisschen was her, aber das kriegen wir alles hin, das wird sich alles nach und nach so ergeben. Hier kann man dann, denke ich, Silage auch hinlagern, die ich dann einfach, dann kommt die von da oben nämlich einfach weg. Und ich glaube, so ist das mit dem Grasfeld auch noch ganz okay. Apropos Grasfeld, wir müssten mal wieder mähen. Das können wir mal noch anschmeißen. Und ja, hier ist einiges zu tun. Ihr seht, ich bin im April. Das heißt, seit dem letzten Mal spielen ist ein bisschen Zeit vergangen. Wann waren das? Im November? Da haben wir Eier verkauft, ne? Ich habe ein paar, also eigentlich nur den ganzen Basic-Kram gemacht in der Zeit. Nichts wirklich Special-mäßiges, weil ich halt viel mit der BGA rumgebastelt habe. Also, ich schnack immer noch nicht so richtig, wie das mit der Anzeige funktioniert. Ich gehe ganz stark davon aus, dass da noch irgendein Bug drin ist. Denn das Witzige ist auch tatsächlich, dass ich habe immer die Zeit gespult. Und ich habe ja jetzt, Moment, ich habe das ja neu gebaut und damit, deswegen musste ich das nochmal umrichten. Gut, die ist jetzt voll halt, ne, ist vollkommen klar. Aber das springt dann immer pro Stunde, lädt den ganzen Kram hier in die, in den Fermenter. Aber manchmal springt das auch wieder zurück. Das ist wirklich witzig. Da habe ich manchmal 600 Liter und dann sind es 1500 Liter, dann sind es wieder 6000 Liter, dann ist es wieder mehr und es ist total komisch. Es ergibt für mich manchmal keinen richtigen Sinn. Aber ich weiß nicht, ob es einfach nur ein Anzeigefehler ist, weil hinten raus wiederum, finde ich, passt es eigentlich ganz gut mit dem, was man an Geld rausholt. Wie gesagt, ich würde momentan erstmal das ohne das, dieses zusätzliche E-Werk nutzen und mir das so anschauen, müssen wir mal beobachten und ich glaube, das reicht vom Geld, was wir da rausholen. So, Feld 1. Müssen wir jetzt natürlich den Kurs löschen, denn der funktioniert natürlich jetzt hier nicht mehr. Ändere Modus, Eintrag löschen, aktivieren, genau. Und dann brauchen wir einen neuen Kurs. Ja, der ist gar nicht so viel kleiner. Also vielleicht büßen wir 20% vom Feld jetzt ein. Ich finde, das ist okay. Ich bin wirklich sehr zufrieden, wie wir das jetzt hier gemacht haben. Gebe ich zu, das gefällt mir. So, wir haben eine Breite von... Mach 9 Meter.
Das mit den Streifen ist immer so eine gewisse Sache. Fahrzeug auf den Kurs 1, genau. Vorgewende 2. Starte auf Bahn, hoch, runter. Schaut mal, hier ist gar nichts mehr mit weich und so. Das ist ja witzig. Wo ist denn das hin? Verrückt. Verrückt. Egal. Wir beschweren uns nicht. So. Okay, erster Wegpunkt. Ach ja, ich habe eine neue Curseplay-Version. Kann natürlich sein, dass es damit zusammenhängt. Die bauen hier immer wieder die bauen hier dran rum, ne? Immer wieder an dem Menü. Von daher bin ich mal gespannt. Also 7.0.1.3, das ist heute so die aktuellste Version. Die habe ich mir gezogen. Ja. Gefällt mir gut, dass ich das jetzt hier wieder mit dem Auge habe. Das hat mir in dem vorhergehenden im 19er schon richtig gut gefallen. So, temporärer Kurs. Den würde ich jetzt ganz gerne natürlich wieder speichern. Unter Feld 1. Feld 01, mähen, und den haben wir jetzt auf 9 Meter gestellt, ne? Okay, und so lassen wir den jetzt hier erstmal rüber rauchen, aber der macht trotzdem noch das Gelegge beim Lenken, beim Umlenken. Irgendwie berechnet der hier und hat damit echt zu tun. Ja, ist wie es ist. So, schauen wir mal, wie holt er jetzt den ganzen Kram hier raus? Tendenziell ist es ja noch... Ja, das beim Gemähten ist klar. Ja, es sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Erwarteter Ertrag 97%. Ich glaube, da können wir ganz zufrieden mit sein. Das passt schon. So, den lassen wir hier ein bisschen rumfahren. Eier muss ich auch schon wieder demnächst aufladen, aber aktuell noch nicht. So, und den schnappen wir uns. Und den Gabelstapler müssen wir uns auch noch schnappen. Und dann müssen wir mal ein bisschen, naja, so einen kleinen Kassensturz dann nochmal machen. Beachtet bitte bei dem Kassensturz dann natürlich, dass ich... Oh, ist doch ein bisschen was an Kleidung rumgekommen. Dass ich natürlich jetzt die Silage nicht mehr verkaufe direkt, sondern die geht natürlich jetzt in die BGA. Da werden wir letzten Endes mehr rausholen. Ich denke, die knapp 200.000, die wir in die BGA gestopft haben, die holen wir wieder raus. Was ich mir auch denke, ist, das, was ich ausgerechnet ist, ob es jetzt ein Anzeigefehler ist, hin oder her, ich denke, die macht wesentlich weniger. Die hat nicht so viel Leistung wie angegeben, aber das werden wir ja letzten Endes sehen. Ne, wenn sich die Silageballen nach einem Jahr immer noch stapeln, dann stimmt die Anzeige nicht. Aber dann haben wir das zumindest mal getestet. Und bei dem Preis kann man dann gegebenenfalls nochmal ein bisschen daran rumbauen. Ich denke, man kann auch einfach einen zweiten Fermenter sich dann da hinstellen. Das sollte das Ding ja eigentlich gut hinkriegen, ne? Wenn das auf Verteilen steht, macht er das ja völlig automatisch. Deswegen mache ich mir jetzt mal keinen großen Kopf. So, was habe ich gesagt? Genau, wir kriegen... Nee. Wir stellen die hier hoch. Die vier oben in die Mitte. Ich stapel die jetzt nicht noch zwei übereinander. Das ist doof. Okay. Zack. So sieht das doch ganz hübsch aus. Genau. Und so knallen wir die anderen jetzt auch hier drauf. Du brauchst allerdings jetzt kein Curseplay-Menü. Und da muss ich nochmal gucken, wo wir die Kleidungsstücke mal verkauft haben. Das weiß ich gerade gar nicht. Aber da sind wir, glaube ich, auch nicht so weit gefahren, oder? 13 Paletten. Wie viel waren das im letzten Jahr? Weiß das noch einer? Ich habe keinen Schimmer mehr. Ich kann mir das echt nicht merken. Ist so schlimm. Zack. So. So, ich überlege gerade, ich habe jetzt hier diese Folge und die letzten beiden Folgen habe ich echt durchgezogen jetzt mit Aufzeichnen. Also, um es ganz krass zu sagen, gestern war der Tag, wo der Stream war. Und
Das heißt, die Montags, die Mittwochs und das hier müsste jetzt die Freitagsfolge werden. Ich habe beim letzten Mal gesagt, dass ich eventuell Samstag, also das heißt morgen, nochmal einen spontanen Stream reinschiebe. Wie gesagt, ich kann euch das nicht versprechen. Also wenn, dann wird es spontan. Hängt ein bisschen davon ab, natürlich auch, wie ich Lust habe, wie fit ich noch bin. Denn ich habe ein bisschen tagsüber was zu tun. Wenn, dann wird es abends. Also wenn, dann wird es wirklich spontan. Das heißt, ja, schaut einfach mal, wenn ihr seht, okay, bei Twitch gegen 20 Uhr. Entweder ich bin online oder ich bin halt nicht online. Die Wahrscheinlichkeit ist wirklich gerade 50-50. Das hängt von ein paar Faktoren ab, kann ich noch nicht genau sagen. Aber vielleicht habe ich Bock, dann bin ich online. Ansonsten, ja, vielleicht auch nicht. Na, so. Okay, so. Jetzt gucken wir mal, wie sieht das aus? Kleidungsstücke, meine Freunde. Also, wir haben Kleidung. 18.700 sieht wieder perfekt aus, ne? Das ist der Bauernmarkt. Das ist, glaube ich, wirklich bloß das Ding hier, was es hier um die Ecke gibt, ne? Genau, der ist gleich da. Da haben wir gar nicht viel Aufwand. Ach, ich mag das hier. Ich mag das hier auch mit dem kleinen, sterilen Betriebsgelände. Das hat irgendwie was. Und wie gesagt, guckt euch das an. Also, wir kommen hier auch halbwegs rum. Ich meine, klar, es ist nicht, obwohl doch, das passt gut, ne? Also der kommt da gut durch. Der Traktor. Hier kommen wir auch um die Kurve. Also es ist halt nicht riesengroß, also nichts für die XXL-Maschinen. Aber für so diese klassischen Standardmaschinen passt das gut. Gefällt mir. Also man kann ja sagen, was man will, ne? Ich bin immer sehr, sehr arg am Rumüberlegen, wie ich irgendwas baue. Und manchmal reiße ich es dann wie im Falle der BGA nochmal ab und baue es neu, weil es mir einfach noch nicht ganz gefallen hat, noch nicht ganz ideal ist. Aber letzten Endes passt das dann schon. Also ich muss sagen, bisher haben wir wirklich wenig Probleme gehabt. Auch mit den Feldern nicht. Das gibt zumindest in meinen Augen erstmal alles soweit ein stimmiges Gesamtbild. Und damit bin ich sehr zufrieden. Denn das, wenn man irgendwo so ein paar hakelige Ecken hat, dann ist das einfach nicht schön. Dann macht das keinen Spaß. So, 200.000 plus den Umweltbonus, 240.000 plus 30.000 Umweltbonus, 270.000 haben wir jetzt hier rausgeholt. Das ist mal nicht schlecht. Das ist mal gar nicht schlecht. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn wir das jetzt hier alles zurückzahlen. Schaut euch das mal an. Nur noch 20.000 Euro. Also Kleidung ist so verdammt overpowered. Ist das der richtige Begriff im LS22? Es ist verrückt. Kleidung ist einfach krass. So. Und mit der BGA werden wir auch noch so viel Kohle scheffeln. Also, ja. Da müssen wir uns, glaube ich, gar keine Gedanken drum machen. Klar, wir sind nicht da, wo ich eigentlich hin wollte. Aber letzten Endes habe ich ja gar nicht mehr so viel Zeit reingestellt. Also wir haben in dem Stream letzten Samstag schon echt viel gerissen dafür, dass ich jetzt hier stehe, wo ich stehe. Und ja, jetzt würde ich mal noch ein bisschen, genau, wir müssen mal noch ein ganz klein wenig hier noch ein paar Paletten umladen. Ich würde ganz gerne noch mal einen Monat rumspringen und euch gerne wenigstens zumindest noch zeigen, wie das jetzt mit dem Verladen funktioniert von den Silageballen in die BGA. Das ist eigentlich noch eine Sache, die würde ich euch ganz gerne zeigen wollen. Deswegen machen wir mal zumindest noch ein paar Basics hier. Zack, das noch drauf, was die Schneiderei zu tun hat. Und dann steht ja auch immer noch eins an, und zwar die Geschichte mit dem Tiertransporter. Ich habe tatsächlich jetzt im Januar 10 Schafe pro Stall nochmal verkauft. Das kommt natürlich jetzt auf unsere Erlöse hinzu. Aber ich habe das nochmal direkt am Stall gemacht, weil ich möchte das ganz gerne mit euch zusammen machen, wenn wir uns den Transporter kaufen. Ich wollte aber nicht noch eine Folge zwischenschieben. Das machen wir irgendwann anders noch. So, und hier ist jetzt quasi eigentlich, ja,
Das kommt nochmal, das hält nochmal einen Monat durch. So, hier auch, ne? Wie sieht es hier bei den Schafen aus? Halten die auch noch einen Monat? Ja, 7700 Liter, das passt alles. Ich denke, mit den Eiern könnten wir Probleme kriegen. Wir können aber auch... Nee, wisst ihr was? Das ist alles nicht so schlimm. Lass den mal hier stehen. Wir schnappen uns den mal. Ich glaube, das müsste trotzdem gehen. Ich bin zuversichtlich. Wir laden uns jetzt mal auf unseren Ballenladewagen. Nochmal 12 Ballen auf. Bei 12 Ballen ist eine gute Zahl. 12 Ballen passt nämlich ziemlich genau in dieses, ja, in diesen Grinder da vorne. Und da das aber Ballen sind, kann ich die auch einfach reinschütten und das passt auch eigentlich so. So, ich würde bloß mal ein kleines Stück vorspulen. Oh, ich bin ein bisschen schief rangefahren hier. So, zack. Und würde mal wenigstens kurz gucken, wie das hier bei den Hühnern aussieht, wenn ich jetzt spule, dass da nicht irgendwie... Ah ja, hier ist halt kein Platz mehr für Paletten. Hier passt es noch eher. Auf die müssen wir aufpassen. So, wir haben es jetzt 12.34 Uhr. Ja, sieht doch ganz gut aus. So, warten wir mal. Das ist 18 Uhr. Ja, wir wollen sie auch nicht zu dunkel haben. So, wie viel haben wir jetzt hier noch drin? Oh, das ist leer. Sehr gut. Ja, hat er alles rüber geschaufelt. Dann können wir den nämlich gleich voll machen. Sehr gut. Müsste jetzt der Fermenter ordentlich zu tun haben. Genau, der hat 58.000 Liter. Die Gärreste, die muss ich noch verteilen. Verteilen, genau, weil wir haben jetzt im Biogrinder, haben wir jetzt 2000 Liter, die gehen auch verteilen, gehen in den Fermenter wieder rein. Ich musste das ja alles neu konfigurieren. Und Gärreste haben wir jetzt schon 77.000 Liter, die behalten wir. Die werden wir zum Düngen nehmen. Und da habe ich mir tatsächlich überlegt, den Miststreuer, wo ihr ja gesagt habt, ich sollte nicht kaufen, oder zumindest irgendjemand hatte das im Stream gesagt. Der Thomas war es, genau. Und dann habe ich den gekauft, weil der so günstig war. Aber werden wir den brauchen? Weil den Mist können wir ja genauso in die BGA schmeißen und dann mit den Gärresten düngen. Das ist natürlich... Ja, wie machten ihr das? Das könnt ihr mir mal nochmal bitte in die Kommentare schreiben, wie ihr das mit eurem Mist handelt. Düngt ihr dann trotzdem mit Mist oder landet der Mist dann bei euch auch einfach in der BGA? Das würde mich mal noch interessieren, weil dann wäre ja ein Miststreuer wirklich total sinnlos, oder? Aber ich meine, gut, dann haben wir, den kriegen wir trotzdem noch für 25.000 los. Dann haben wir vielleicht, ja, im schlimmsten Fall 35.000 minus gemacht. Dann ist es so. Ja. Dann ist es halt einfach so. Mache ich mich nicht verrückt. Wie gesagt, ich bin ziemlich happy mit dem Ding, so wie wir das jetzt da stehen haben. Und das sieht wirklich richtig gut aus. Gefällt mir hier. Auch das Feld ist so in der Form, gefällt mir das auch immer besser. Ich weiß gar nicht so richtig, ob ich tatsächlich dann den Kuhstall da hinstellen will oder ob ich nicht einfach das Grasfeld hier in der Mitte lasse, weil das lockert das Ganze ein bisschen auf und dann könnte man eher ein bisschen drumherum bauen, aber ja, wie gesagt, muss man sich mal angucken. Bin ich noch nicht ganz, habe ich mir noch nicht meine Meinung ganz geprägt dazu. So. Genau, düngen müssen wir dann hier auch noch auf dem Feld. Aber ja, das denke ich, läuft einfach nebenbei. Oh, ich habe Bäume hingepflanzt. So, hier müssen wir jetzt natürlich ein bisschen rückwärts ranfahren. Das ist aber alles... Und deswegen habe ich das Ding umgebaut, damit ich hier einfach rückwärts gut rankomme. Weil in der anderen Position hätten wäre das Silo einfach im Weg gewesen. So, jetzt können wir die Abladeposition einnehmen schon mal. Und jetzt fahre ich hier einfach... ganz an der rechten Seite lang. Einmal bis hoch. Ja, das sieht jetzt natürlich ein bisschen ulkig aus und ist eigentlich wahrscheinlich nicht so gedacht. Wahrscheinlich müsste man erst hochfahren und dann die Abladeposition einnehmen. So, und jetzt kann ich tendenziell einfach hier abladen. Schwupp. Und dann geht der Kram hier rein. Ja, und entweder ist der Fermenter voll oder ich weiß nicht, was die paar Ballen da jetzt noch haben.
Stupsen die mal an? Nö, ich denke, die gehen dann von alleine weg. Wir können ja mal wenigstens bis 19 Uhr noch vorspulen, dann sehen wir's. Aber ich denke, die nimmt der sich schon. Hopp. Genau, das ist wieder leer. Also ihr seht, das klappt super. Also so bin ich wirklich zufrieden mit der ganzen Geschichte. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und ja. Ich glaube, dann wird es wirklich nicht lange dauern. Vielleicht nach einem Jahr, dann haben wir auf alle Fälle... Das Ding ist so laut, ne? Dann haben wir die Kohle zusammen für den Kuhstall. Also besser spät als nie. Ich danke euch auf alle Fälle fürs Zuschauen. Die Folge ist jetzt wieder ein bisschen kürzer, nachdem die letzten ein bisschen länger geworden sind. Aber alles nicht so wild. Ja. Bis denne. Tschüss.